Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hallo. Tag. Es ist wieder soweit. Lange, lange ist es her, aber es ist wieder draußen. Sonne kommt raus. Man könnte draußen Challenges machen. Was machen wir? Wir machen sie drin. Denn amtierender Family-Weltmeister bin ich. Er. Bin ich. Wir, beim letzten Mal hatten wir menschliches Bowling. Da sind wir draußen auf der Rasenfläche einmal rumgerutscht und haben menschliches Bowling gemacht. Heute machen wir auch Bowling, aber... Tischbowling. Yay. Und mal gucken, wer heute der Family-Weltmeister wird. Heute gibt es Tischbowling. Das bedeutet, jeder hat immer zwei Versuche. Insgesamt gibt es 10 Durchgänge. 2 Versuche. Wenn man davon welche umschmeißt, kommen die weg. Beim zweiten Versuch muss man versuchen, alle umzuschmeißen. Schafft man alle auf einmal, hat man einen Strike. Schafft man im zweiten alle, hat man einen Spare. Und dann zählen die Punkte hinterher doppelt. Jetzt geht's los. Family-Challenge. Tischbowling. Oh, da werden sich extra die Klappen ausgezogen. Auf geht's. 7. Ja! 9. Kannst du nicht, ja. Er hat aber gewackelt. Oh, das sind 3. Oder willst du dich auch hinhocken, dass du besser anvisierst? Systems are now fully operational. Oh! 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 Und nochmal 3, 4. 3 plus 7! Say what? Ah, oh, das war nicht viel. Wenn du jetzt auch nochmal 3 nimmst, hast du 6! Oh nein! Oh Mann! Oh, der Tisch ist schief! Nee, du hast falsch gebohlt. Oh, Lulu zieht sich auch in die Schlange. Oh, nein. Das war eine Pumpe. Also ich weiß, dass es beim Kegeln Pumpe heißt. Ich weiß gar nicht, wie es beim Bowling ist. Und noch eine Pumpe. Das war zu übermütig, glaube ich. Die Konzentration war nicht da. Das war was so dermaßen gemogelt. Oh, na komm. 2, hier nimm. Oh. Das zählt aber nicht. Mann, nicht mogeln. Also, nee, der war da. So. 2 und 2. 4. Willst du ein Bier? Nee. Versuch Nummer 2. Oh, 7. Juhu. Yeah, yeah. 7 auf einen Streich. Aber natürlich. Hey. Ja, ja, ja. Da hat er einen Spare gemacht. Das muss besser werden, ne? Immerhin schon 2. Ach so. Ihr habt gerade gezielt. Oh, hey. Hey. Mama hat 2. Einer. Schon mal besser als eben. Nein, ist gar nicht besser. Doch, eben hattest du 0. So, nach 2 Runden führt Leon mit 17, ich habe 13, Katharina 6 und Lulu 1. Und Leon mit dem Spare, hier kann man auch gucken, maximal kann er noch 267 erreichen. Wir sind gespannt, Runde Nummer 3. Oh yeah. Ah, ärgerlich. Oh. So, der Meister. Der Meister. Denk dran, wenn du jetzt machst, das zählt doppelt, ne? Also das zählt auf den Spare noch mit drauf. Hey! Ach, Mensch, da haben wir aber wirklich, glaube ich, einen neuen Bowlingmeister hier. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber gut. Hey! So, das war besser als vorher. Ja, 7 waren das. Das sind 9. Das waren 2. Nein! Naja, 2 sind nicht schlecht. Das war einer. Streich geschafft. Oh, was war denn das? Ein Streich. Oh. Der Champion. Ey, das waren 6. Jetzt bin ich gespannt, ob er den Spare wiederholen kann von eben.
Oh, fast. 6 und 3. Mensch, der ist aber gut heute, Leon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die bisherige Enttäuschung, da hätte What? Man... ja, jetzt. Das war auch nicht gerade ja. Spektakulär. So, mitten durch. Ja. 2. Erstmal schaffen, oder? Muss man da so? Zweimal genau da wieder durch. Siehst du, guck, ey! Das, der kam auf jeden Fall mit ordentlich Karacho. Der war gut. Wenn du den jetzt in die Mitte gemacht hättest, wären die alle weg gewesen. Ja, guck, dass du zielst. Ey, jetzt guckt sich das einer an. So schnell komme ich gar nicht hinterher. Da kracht die da einen durch. Zwischenstand nach 4 Runden. Leon führt mit 43, dann komme ich mit 28, Katharina 17 und Lulu 9. Da ist noch alles drin. Was macht der Top-Favorit jetzt? Oh, die 2. Seitdem Mama hier die beiden weggefegt hat, ne? Leon einmal, ich einmal. Oh, 2 und 4. Nee, doch, 2 und 4. Hey, das sind 5. Oh, guck, jetzt sagt sie auch gar nichts mehr. Von hinten kommt, kommt die Ente. Jetzt bleibt sie konzentriert. Mal gucken, ob sie jetzt wieder daneben macht. Oh, 5 und... Da kann man sich denken, was man will. So, Sport. Oh! Mein Gott, oh Gott, oh Gott! Man, oh, man kommt ja gar nicht so schnell hinterher. Die Sportfreundin nagelt da einen hinter, ey. Mein Gott, nochmal. Boah, das ist. Guckt euch das an, da war. 1 und 6. Die knüppelt da einen hinter. Mein Gott. Jetzt wirst du aber pingelig. Tja, der eine wollte nicht. So, da stehen sie. Und da ist er. Oh! 6 im ersten. Bist du jetzt auch die mexikanische Krabbe? Ja, habe ich in Hauboten gelernt. Oh. Nee, die sind so ungefähr. Das waren wieder 2. Oh nein! Oh, der ist mir. Oh! Nee, das machen wir nochmal. Die 4 zählen nicht. Es waren nur die 2. Also 4 plus 2. Oh. Und 4. 4 und 3. 3 und 4. 3 plus 7. Gott. Also jetzt nochmal alle, die sich aufgeregt haben, als ich eben gesagt habe, die bisherige Enttäuschung. Also jetzt wisst ihr warum. Natürlich zählt das. Wenn du so einen Hungerball dahin machst, das zählt beim Bowling ja auch, wenn er nicht ankommt. Hungerball! Oh Gott, da knüppelt. Das ist so schnell ist man gar nicht. 6. Guckt euch das mal an, der ist schon gespalten. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber. Halt mal her! Wo ist denn der gespalten? Oh Gott. Zeig! Oh, das tut mir leid. Oh, so mitten auf meinem Schoß gelandet. Naja, ich will jetzt nicht behaupten, dass du groß besser bist als ich heute. Na, bin ich ja, punktemäßig. Leute, setzt die Helme auf und legt die Knieschützer an. Lulu ist wieder dran. Oh Gott, aua! Oh. In meinen Bauch, voll in meinen Bauch. Oh nein! Puls ist normal. Hey, 7. Das war keiner. So, letzte Runde. Und für alle Bowlingfreunde, ihr wisst es natürlich, wenn mir jetzt einer abräumt, dann hat er bei der letzten Runde nochmal einen dritten Versuch. Komm, jetzt ab. 2 und 2, das sind wieder nur 4. Das ist, ja. Oh, das gibt's nicht, das sind schon 7. 8. Die Auswertung beginnt. Gleich nein, auf deine 3! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gewinne eh nicht! Wir kommen zur Siegerehrung.
mit dem letzten Wurf hat sie Platz 3 erreicht und somit Mama auf Platz 4 geschoben. Mama auf Platz 4 mit Punkten 47. Oh. Auf, ich hab 48. Auf Platz 3 damit mit 48 Punkten Lulu. Auf Platz 2 mit 59 Punkten bin ich. Und damit neuer. Damit auch, ich glaube, zum dritten Mal insgesamt Weltmeister. Leon mit 83 Punkten. Der neue Tischbowling-Weltmeister, wie ist Ihr erstes Statement? Was sagen Sie zu Ihrem Sieg? Cool. Cool. Wussten Sie, dass Sie so viel Feuer im Arm haben? Nein, ich habe nur Knochen im Arm. Ah, ach so. Ja, damit herzlichen Glückwunsch. Der neue amtierende Familie. Platz Nummer 3. Was sagen Sie zu Ihrem dritten Platz? Sind Sie enttäuscht oder bei der ersten Teilnahme? Freuen Sie sich, dass Sie die routinierte Mutter in die Schranken verweisen konnten auf Platz 4. Ich muss natürlich auch sagen, ich hatte einen sehr, sehr schlechten Tag und die Bedingungen bei mir, die waren nicht so, ja, nicht so gut. Immer die Ausreden, Kamerad. Freuen Sie sich über Ihren dritten Platz? Ja. Oh, das sieht genauso auch aus, ja. Ja. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, das war die Familien-Challenge. Herzlichen Glückwunsch an den neuen Weltmeister. Mal gucken, was als nächstes kommt. Es wird auf jeden Fall demnächst wieder eine geben. Bis dahin, macht es gut. Oh mein Wir sehen uns, tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. 3. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss.